So, hallo, herzlich willkommen hier, nächster Part, Euro Truck Simulator 2, die Spedition. Wir sind hier im letzten Part hier noch mit der Fähre nach Rostock übergesetzt. In Rostock sind wir jetzt und gucken jetzt mal, dass wir unsere Ladung noch ans Ziel bringen. Wir haben ja geladen, immer noch tiefgekühlten Seehecht nach Düsseldorf. Und dann wollen wir mal zusehen, dass wir den jetzt an den Mann kriegen, ohne uns vielleicht so viel zu verfahren. Beim letzten Mal haben wir uns am Schluss ja doch ein bisschen, oder ich mich so ein bisschen verfranst. Für die, die eventuell den letzten Part nicht gesehen haben, würde ich vorschlagen, holt das am besten nach. Ihr habt was verpasst. Ich fahre hier immer noch den Leih-LKW quasi, weil mein Scania vor 8 Jahren noch in der Wartung, in der Werkstatt ist. Und mein hochgeehrter Chef, keine Kosten und Mühen gescheut hat, mir einen Ersatz-LKW für die Dauer zu besorgen. Und dann hat es wirklich nur für so ein Renault gereicht. Danke nochmal dafür. Obwohl er sich gar nicht so schlecht fährt, aber ich bin froh, wenn ich wieder in meinem Scania sitze. So, wir wollen auf jeden Fall mal schauen, ob wir die Tour heute noch abschließen können in diesem Part. Das müsste sich aber nicht ausgehen, mal ein bisschen länger. Wenn wir mit Leben. Und sieh zu, dass du mit deinem Holz-LKW wieder wegkommst. Du bist bestimmt der King of the Rhön. Das Thema Asphalt-Cowboys hatten wir, glaube ich, im letzten Part ausreichend genug. Wir sind ja drauf gekommen, einfach nochmal. Ja, Werbung ist das ja nicht. Schaut euch bei YouTube mal ruhig den GTD, also den German Truck Driver, an. Das ist relativ interessant. Beim letzten Mal, wenn wir wieder ein kleines Gesprächsthema da aufmachen, je nachdem, wer es von euch gesehen hat, hat er letztens mal so ein Video gebracht, ein Azubi packt aus oder so. Da ist dann so ein Azubi zum Berufskraftfahrer da mit dem Auto langgefahren und hat da so ein bisschen was erzählt. Ich kenne ihn jetzt nicht, ich will darüber auch nicht urteilen, nur mir taten sich da schon wieder Sachen auf, das ging dann irgendwie so rum, dass er irgendwie Stress mit der Spedition hätte, weil irgendwie sein Firmenhandy war der Akku leer und er hatte den PIN nicht und hatte dann daraufhin irgendwie angerufen bei der Spedition. Die sollten ihn anrufen, was er Montag machen soll, weil er, wie gesagt, das Firmenhandy nicht, das habe ich jetzt schon mal nicht so genau verstanden, aber das soll mir egal sein. Weil so ein Handy aufladen geht, glaube ich, auch ohne PIN. Das ist alles sehr merkwürdig. Und auf jeden Fall ging es dann so rum, dass er irgendwie dann Montag dann mal gar nicht zur Arbeit ist, weil er ja gesagt hat, die sollen ihn anrufen, was er machen soll. Dann hat ihn irgendwann die Firma angerufen, wohl mittags, oder nee, er ist mittags aufgewacht und hat dann gesehen, dass die Firma ihn morgens angerufen hätte, er sollte da was machen, das hätte er nun verpasst, weil er ja geschlafen hätte, keine Ahnung. Dann hat ihn wohl der Chef angerufen und ihn gefragt, ob er überhaupt noch zur Arbeit kommt. Am Montag oder am Dienstag, ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht, ich erzähle nichts völlig Falsches, ihr könnt euch das Video nochmal anschauen. Und er erzählt, ja, er würde gerne am Dienstag zur Arbeit kommen, er könnte bloß nicht, weil er kein Geld hat zum Tanken und zum Essen und ich weiß nicht, und da hat der Chef ihn dann wohl daraufhin entlassen. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, wenn ein Arbeitgeber dich anruft und sagt, erstmal bist du mal sozusagen unentschuldigt gar nicht da. Das ist schon mal der erste Punkt. Mit der Begründung, ja, das Firmenhandy, da hatte ich den PIN nicht, oder wie auch immer. Und die Firma sollte mich mal informieren, wie ich arbeiten muss. Das ist schon mal, er ist verpflichtet, zu gucken, wie er arbeiten muss. Es sei denn, ein bestehender Dienstplan wird geändert, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, nicht nur den Angestellten oder den Arbeiter zu informieren, sondern den auch vorher zu fragen. Aber grundsätzlich mal gucken, wie ich arbeiten muss, ist nicht in der Pflicht des Arbeitnehmers.
Das heißt, irgendwie einfach zu sagen, ja, ruf mich eventuell mal an, wie ich arbeiten muss, mach irgendwie durchsetzbar sein, ist aber fragwürdig. So, der nächste Punkt ist dann irgendwie, dass er dann wo schläft und die Firma ruft ihn dann morgens an, weil er sagt, ruft mich an, aber er kriegt das nicht mit, weil er schläft. So, dann ruft ihn der Chef an und fragt so, Kollege oder Mitarbeiter XY, wie sieht das jetzt aus? Kommst du denn morgen mal wieder zur Arbeit? Und dann sagt er, ja, ich würde gern zur Arbeit kommen, ich kann aber nicht, weil ich kein Geld fürs Benzin habe und kein Geld für Essen habe. Entschuldigung. Ein Arbeitgeber kann nun nicht dazu verpflichtet sein, zu sehen, wie der Mitarbeiter wiederum zur Arbeit kommt. Und nun weiß ich nicht, das ist für mich schon mal so Induktionspunkte, dass ich sage, das ist vielleicht ein Arbeitnehmer. Ja, also ich weiß nicht, wie man zu seinem Arbeitgeber sagen könnte, ich weiß nicht, ob ich zur Arbeit komme, ich kann es mir nicht leisten. Das ist dann immer schon so eine Art. Und es mag ja eventuell, das weiß ich nicht, schon das ein oder andere vorgefallen sein, dass der Arbeitgeber dann vielleicht mal sagt, nee, komm, das hat keinen Sinn so, dann trennen wir uns vielleicht besser. Das kann ich dann verstehen. Ja, und dann wird aber sofort wieder ein Fass aufgemacht, dass es ja alles ein Skandal ist. Der böse Arbeitgeber, der jetzt den bösen Arbeitnehmer irgendwie fertig machen will. Und im gleichen Atemzug sagt er dann, nachdem der Arbeitgeber, brems, nachdem der Arbeitgeber ihn dann wohl gekündigt hat oder die Kündigung hat, ist er dann mit dem Auto dann in irgendein, ich habe die Kilometer, aber wohl weiter entferntes Gewerkschaftsbüro gefahren. Also dafür war dann Kohle da. Also er hatte keine Kohle, um zur Arbeit zu fahren, aber zum Gewerkschaftsbüro konnte er dann fahren. Ich will das gar nicht werten. Ja, ich kenne den jungen Herrn nicht. Und ich will da gar nicht, ich sage nur, wie das auf mich persönlich als Zuschauer wirkt. Ja, um das Ganze zu verstehen, müsst ihr euch das Video einfach vielleicht mal anschauen. Das ist also, wie gesagt, am YouTube ist das der GTD, ist der German Truck Driver. Und das Video heißt irgendwie, ein Azubi packt aus oder, ich meine, wer da Interesse dran hat, wird das finden. Schaut euch das einfach mal an und dann könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie das auf euch so wirkt. Ja, wir haben beruflich oder was so arbeitstechnisch betrifft, haben wir eine schlechte Zeit. Also ich bin jetzt 40, ich werde in 2 Wochen 41 und ich bin ganz froh, dass ich heute nicht mehr jung bin. Ja, also ich habe damals noch ganz normal meinen Beruf gelernt und wenn man damals irgendwo gelernt hat und irgendwo gearbeitet hat, dann konnte man da eigentlich immer bleiben. Da gab das so einen ganzen Schnickschnack wie Befristung und Zeitarbeit. Nun fahr doch vorbei. Mit Befristung und Zeitarbeit und so brauchten wir uns damals noch keine Gedanken zu machen. Ja, es ging eigentlich auch, wenn man normal gearbeitet hat, man konnte eine Familie relativ ernähren. Jetzt nicht irgendwie feudal oder was, aber man kam aus mit dem, was man verdient hat. Und irgendwann haben wir aber dann hier in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, insgesamt mal den Punkt erreicht, wo dann irgendwie überhand genommen hat, Billiglohn, Befristung, Zeitarbeit, hast du nicht gesehen. Und heutzutage ein Jugendlicher, der jetzt anfängt, der vielleicht gerade gelernt hat, wenn er denn gelernt hat, die Ausbildung hat ja heutzutage auch offensichtlich keinen so großen Stellenwert mehr, der hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie anzufangen, eine Familie zu gründen oder sich irgendwas aufzubauen, weil der gar nicht weiß, wie das mit Arbeit aussieht. Dann ist er mal ein Jahr hier, ja, in der Befristung oder als Zeitarbeit, der weiß ja gar nicht, was ist nächstes Jahr, was ist hier, was, der hat auch gar keine Sicherheit mehr. Ja, also heutzutage, ich beneide keinen, der heutzutage jetzt ins Berufsleben starten will. Der ist teilweise echt, es ist schwierig geworden. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir auf den Punkt gekommen sind. Ja, jedenfalls ist das eben so, den Arbeitgebern da jetzt einen Vorwurf zu machen, ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich will ein Arbeitgeber oder ein Unternehmer will auch Geld verdienen und muss Geld verdienen. Und wenn er von einer Politik gewisse Werkzeuge an die Hand kriegt, zu sagen, hier, du kannst es mit Befristung machen, du kannst Zeitarbeit billiger nehmen als die normalen Leute, das heißt, es ist, er kann es halt machen, ja, dann machen es die meisten. Es gibt paar Unternehmer, Hut ab, die sich da nicht drauf einlassen. Das ist ein Herr, was gewinnt der? Grube? Oder so. Also jedenfalls von Trigema. Ich weiß nicht, wer Trigema kennt. Das ist so eine Textilfabrik. Die haben früher immer Fernsehwerbung gemacht mit so einem sprechenden Affen.
Und das ist zum Beispiel ein Unternehmer, der, den interessieren diese ganzen Befristungsgeschichten und so gar nicht. Der sieht seine Arbeitnehmer noch vollwertig an, der bezahlt vernünftig, da brauchen die Leute keine Angst zu haben, also wenn sie vernünftig arbeiten, ganz klar. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ziehe ich einen Hut vor, dass es noch solche Leute gibt. Aber ich kann es jetzt auch nicht verwerfen, wenn Arbeitgeber mitunter sagen, wir gehen halt hier aus dem Land raus oder wir sparen hier die Steuern oder machen das so. Wenn es denn einfach dürfen. Ja, dann muss doch erstmal überlegt werden, ob es sich vielleicht an der Politik liegt, dass da irgendwas falsch ist. Denn ich kann einem Arbeitgeber oder einem Unternehmer oder einem Menschen nicht Sachen möglich machen, also sagen, du darfst das machen und mich dann beschweren, wenn er es dann macht. Ja, das ging mal mit dieser 400-Euro-Geschichte los oder damals noch, ich weiß gar nicht, für 600 Mark oder was. Dann ging das dann an Herrn Gerhard Schröder, hat es dann meiner persönlichen Meinung nach völlig versaut mit seinen ganzen neuen Sozialgesetzen und das hat das Genick gebrochen. Und da ging es dann los, wie gesagt, mit der ganzen Befristung und Zeitarbeit und dann darfst du hier nochmal befristen und hier nochmal und das. Dann boomte die Logistikbranche, die ja immer noch boomt, weil da wirklich immer die Leute hier für billiges Geld rangezogen werden. Ich muss darüber. Und das ist eben heutzutage alles nicht mehr so einfach. Das ist die Quintessenz aus der ganzen Sache. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass das heute alles nicht mehr so einfach ist. Wir hatten es jetzt früher auch nicht leicht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es früher alles ein Puppentheater war. Aber insgesamt war es doch ein bisschen sicherer. Oder man konnte mehr Sicherheit haben, als man die heute hat. Und wenn ihr es interessiert, wie wir überhaupt drauf gekommen sind, schaut euch dieses Video mal an. Also ich bin da sehr zwiegespalten über dieses Video. Also was ich damit eben sagen will, man kann auch immer sehr leicht auf der böse Arbeitgeber schimpfen. Und Gewerkschaften tun da übrigens. Die meisten wissen, dass ich wirklich kein Gewerkschaftsfreund bin. Ja. Mein Opa würde sich, Gott hab ihn selig, im Grabe umdrehen. Das waren damals bei der Gewerkschaft Bausteine Erden. War er da sehr tief involviert, auch in Gewerkschaftsarbeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass er da ein hohes Tier war, aber er hatte da schon irgendwie was. Irgendeine Position hatte er da. Aber für mich, Gewerkschaften, weiß ich nicht. Ist nicht meins. Ja, und wenn ich mir manchmal die Gewerkschaften angucke, die ganz einfach mit dem Kopf durch die Wand wollen und das für mich teilweise schon, mögen jetzt andere an, teilweise an Erpressung geht. Wenn ich mir diese Lokführergeschichte angucke, was das für Ausmaße angenommen hat, wo sich dann auch eine Gewerkschaft ganz einfach selber profilieren will, meiner Meinung nach. Und solche Sachen. Es gibt ganz einfach Forderungen, die können manche Unternehmer eben auch nicht erfüllen. Die Gewerkschaft ist fein raus. Ja, wenn das irgendwo ganz schrecklich läuft, dann wird eine Firma, jetzt nicht die Deutsche Bahn, oder wenn es aber eine andere Firma ist, wird die vielleicht zumachen. Gibt dann ja wieder genug gesetzliche Möglichkeiten teilweise auch, dass sie dann die Firma zumachen und machen das unter anderen Namen wieder auf und schmeißen die Leute raus. So. Ja. Wenn die Leute mal auf der Straße stehen, ist auch kein Gewerkschafter da und sagt, oh ja, das ist jetzt... Ne, die fordern einfach, weil die Gewerkschafter sitzen auf ihrem Sessel. Denen kann nichts passieren. Die leben von dem Geld, was die Leute da reinzahlen. Ja, die können auch streiken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil die haben ihr Auskommen. Es ist gut, dass es Gewerkschaften gibt. Ja, und wir haben Gewerkschaften viel zu verdanken. Guck mal vor x Jahren zurück, ich will jetzt nicht sagen hunderte von Jahren, wie früher Arbeitsbedingungen waren, die Gewerkschaften geändert haben. Ja, wenn ihr das interessiert, dann kann man gucken, was damals die Wochenarbeitszeit war und was die Bezahlung war und wie die Arbeitsbedingungen teilweise waren. Und da hat die Gewerkschaft sehr viel geleistet. Gar keine Frage, dass wir auf einem gewissen Stand sind, den wir heute haben. Nur in der heutigen Zeit ist es jetzt so, dass manche Gewerkschaften offensichtlich einfach auch, wir wollen mal wieder ein paar Mitglieder werben, jetzt brechen wir hier mal einen Streik vom Zaun oder eine Forderung, die ganz einfach unerfüllbar ist und die ziehen wir dann durch. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, Leute,
Streiken ist sehr inflationär geworden. Wir hatten mal eine Zeit hier in Deutschland, wo eigentlich rund um die Uhr irgendjemand gestreikt hat. Dann haben die Lokführer gestreikt und waren es die nicht. Dann sind die Piloten eingesprungen und dann haben vielleicht die Busfahrer nochmal gestreikt. Nebenbei nochmal die Kindergärtner. Dann hat der nochmal gestreikt und jener nochmal gestreikt. Alle streiken sie mal. Ja? Und jedes Mal, wenn irgendeiner was schafft, dann sagt der nächste, ja, jetzt wollen wir aber auch, jetzt streiken wir auch. Und das muss ein bisschen wieder meiner Meinung nach zurückgenommen werden. Also gerade so kleine Spartengewerkschaften dürfen. Ja, ist egal. Ich will jetzt auch nicht. Ich weiß, dass das so viele anders sehen. Bitte immer zu bedenken, was ich hier erzähle, ist immer meine persönliche Meinung in den Videos. Ne? Die ist nicht irgendwie wissenschaftlich belegt oder was weiß ich. Das ist immer meine Meinung und ich gestehe jedem seiner Meinung auch zu. Wo sind wir jetzt eigentlich mittlerweile? Oh, wir fahren hier in Bremen vorbei. Haben sie auch gleich geschafft. 270 Kilometer noch. Und dann schauen wir mal, wo uns dann das nächste Mal die Tour hinführt. Hoffentlich wieder im Scania. Ich hoffe, die sind mit der Wartung soweit durch. Ich die Tour abgeschlossen, soll ich mal meinen Chef anrufen und ihn mal fragen, wie das aussieht. Ob ich schon wieder den Scania nutzen kann. Wäre ja schön. Huch. Obwohl ich noch mal sagen muss, vom Fahren her ist der Renault gar nicht mal so scheiße. Demnächst werden hoffentlich auch mal wieder ein paar Multiplayer-Videos kommen. Das heißt wieder von der Spedition überhaupt das erste Mal. Dass wir vielleicht mal mit dem einen oder anderen Kollegen mal zusammenfahren. Vielleicht kriegen wir auch mal den Chef mal wieder auf Bock. Dass wir da die eine oder andere Tour mal gemeinsam in Multiplayer hinlegen. Das werden wir im Stream ab und zu mal machen. Wie gesagt, auch im Video werden wir das mal machen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Sache. Ich hoffe, dass euch das auch so ein bisschen gefällt. Mein Einblick, kleinen Einblick in diese Speditionsgeschichte zu kriegen. Und weiter, wenn ihr Bock habt, Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch da bewerben könnt, da steht dann unten so und so viele Plätze offen. Ein Platz ist immer offen, damit man sich bewerben kann. Weil wenn keine gesucht werden, kann man sich gar nicht bewerben. Und man kann sich eben so ein bisschen initiativ bewerben. In der Spedition wird, also das habe ich noch gar nicht erzählt, der eine oder andere weiß es vielleicht schon, in unserer Spedition wird relativ großen Wert auf ein gewisses RP gelegt. Also nicht einfach, ey, will mal bei euch mitfahren, kann ich machen, habe ich im Stream gesehen. Nein, ihr solltet schon eine Bewerbung schreiben, die auch ein bisschen RP, also Roleplay-mäßig ist. Und genauso müssen wir auch unsere Schadensmeldung hier schreiben. Also wir können hier nicht zum Beispiel schreiben, ich bin im MP gefahren, hatte ein Leck und da ist mir... Der Idiot XY ist mir hinten drauf gefahren, weil der Server geleckt hat. Nein. Da kommen dann solche Schadensmeldungen zusammen, die was mit tieffliegenden Flugzeugen, Eisbonbons oder wild gewordenen Eichhörnchen zu tun haben. Das ist dann teilweise ganz witzig. Aber das macht es eben auch aus, dass das Ganze nicht so knochentrocken da gesehen wird. Man muss sich auch mal unseren internen Firmenchat angucken, der da auf unserer Speditionsseite ist. Also ich finde das schön, dass sich da wirklich die meisten oder eigentlich fast alle wirklich das so RP-mäßig da reinschreiben. Und das macht das Ganze ja eben auch aus. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr eine Bewerbung schreibt. Schön wäre, wenn man sich auch einen gewissen Namen dazu ausdenkt. Also ich bin ja in der Spedition weiterhin der altbekannte Pavel Schmagninski. Weil ich finde, ein Fahrer, der Blue Eyes heißt, das passt nicht ins RP rein.
meiner Meinung nach. Ne? Also wenn, nehmt euch vielleicht auch einen schönen Namen. Im ETS-Multiplayer heiße ich weiterhin Blue Eyes. Das kann man ja nicht ändern, das ist ja am Steam, oder kann man vielleicht ändern, aber das ist ja grundsätzlich am Steam-Account gebunden. Aber intern quasi auf der Speditionsseite bin ich halt der Pavel Schmadlinski, der ich ja eigentlich in sehr vielen Projekten bin. Und das finde ich einfach besser, als da ein Fahrer Blue Eyes Micha zu haben. Das bleibt weiter in der Spitzname und das passt dann auch schon. Amsterdam. Das gefürchtete Dreiländereck. Blöder. Naja. Also auch gleich geschafft. 140 Kilometer noch rund. Easy peasy, locker. Muss so ein bisschen meinen Schaden von gestern wieder auch rausfahren hier. Die können sich auch nicht entscheiden. Mal ist es zweispurig, mal ist es einspurig. Man weiß es nicht. Hier auf meinem Steam-Profil. Obwohl der Darknessman als auch der Blumen sind auch wieder schön am Fahren hier. Ich hoffe auch schön im Auftrag der Spedition. Läuft! Unser Chef hat ja das mehr oder weniger tollkühne Ziel, den Speditionsmarkt zu revolutionieren. Es ist noch ein kleiner, steiniger Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. So ungefähr. Aber wir sind auf dem besten Wege dazu. Ja, 1% am LKW, das ist die normale Abnutzung, ja. Da kann man nichts dran ändern. Ja, ich denke mal, ich werde innerhalb des Projektes, je nachdem wie lange das geht, immer mal wieder, so mit großer Regelmäßigkeit, aber immer mal wieder auch mal diverse verschiedene LKWs mal fahren. Micha macht Karriere mit den älteren LKWs, geht logischerweise auch weiter. American Truck Simulator, Truck Driving Man geht auch weiter, aber alles nicht ganz so regelmäßig. Wenn ich mal einfach mal Bock und Zeit habe, mal ein paar Parts American Truck Simulator aufzunehmen, dann mache ich das. Aber ich kann jetzt nicht sagen, jetzt jeden zweiten Tag kommt
ATD oder kommt dies oder jenes. Also weder habe ich dafür die Zeit noch offen gestanden, die Lust. Und das bringt nichts, wenn ich jetzt keinen Bock habe auf ATD, also American Truck Simulator gerade, dann spiele ich es auch nicht. Weil es hat keinen Wert. Ab und zu packt mich das, wie neulich, da habe ich dann echt Bock drauf gehabt, dann habe ich ein paar Parts gemacht. Das gleiche ist beim Bus-Simulator. Der geht auch weiter, aber auch das ist ein Spiel, da muss ich Bock drauf haben. Und manchmal hat man den einfach eben nicht. Ne? Das kennt ihr vielleicht auch und ich hoffe, dass ihr das versteht. Aber es nutzt nichts, jetzt auf Krampf ein paar Videos hinzuprügeln, wenn man einfach keinen Bock drauf hat. Ja, hier, da, links und ha, und das ist schon ha, und ich bin toll. Das nutzt nichts. Ich muss ja schon Bock drauf haben und da ist nach wie vor LS ist eins der wenigen Spiele, auf das ich quasi immer Bock habe. Ich habe zwar auch mal zwischendurch eine Phase, wo ich keinen Bock habe auf LS, aber die ist komischerweise mal nach einem Tag schon wieder vorbei. Dann hat man schon wieder Entzugserscheinungen quasi. Als Projekt, ich hatte ja gesagt, dass wir bei LS irgendwann in, nicht jetzt direkt, aber in absehbarer Zeit mal die Map wechseln und das wird dann die Tungsdorf sein. Die Bree hatte sich zerschlagen, warum auch immer. Das gab da ein paar Probleme, verstehe ich, oder ein paar Einwände, das verstehe ich nicht, aber gut, soll so sein. Jetzt fangen wir auf der Tungsdorf an. Allerdings die Tungsdorf nicht im Urzustand, sondern auch sehr stark umgebaut von Underground Modding zu privaten Zwecken. Die spielen wir da immer auf dem Server. Die Map wird es auch so nicht zum Runterladen geben, das ist ganz klar. Und dann schauen wir mal, was wir da so reißen. Und ihr braucht nicht böse sein, aber ihr braucht nicht mehr in die Kommentare schreiben, hier machen wir Schöneberg. Ich habe meine Meinung oder mein Standpunkt zum Thema Schöneberg-Map gesagt und der ändert sich nicht. Ich werde die mir angucken, natürlich. Ich werde die auch privat vielleicht zocken, wenn ich Zeit habe. Aber ich werde da kein Videoprojekt drauf machen. Weil ihr braucht keine Angst zu haben. Sobald die raus ist, was ja meiner Meinung nach jetzt in gut 2 Wochen ist, es werden x Kanäle geben, wo ihr die sehen könnt. Da muss ich nicht auch noch damit rein. Ne, und ich brauche auch mal wieder was, ich hatte das neulich so schön formuliert, ich möchte mal wieder was Westliches haben. Und das ist nach augenblicklichem Standpunkt eben die Tungsdorf, weil derjenige, der die umgebaut hat, hier von Underground Modding auch kein Problem damit hat, dass ich die nutze. Da gibt es ganz andere, die offensichtlich Probleme damit haben, dass ich von denen umgebaute Maps nutze, aber kann ich mit leben, soll mir egal sein. Wenn sie das so meinen, ist das so. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Und so geht es halt mit den Videos weiter. Es ist kein richtiges System, will ich nicht sagen. Aber ich hoffe, ihr seid immer unterhalten. Gucken auch immer ganz gut Leute zu. Kommentare sind immer nette dabei, manchmal sind auch blöde Kommentare dabei, aber das ist der Lauf der Dinge. Ich hoffe, dass ihr weiterhin Spaß habt mit meinen Videos. Es freut mich natürlich immer. Dankeschön. Ganz was Neues, das KI-Verkehr mal anhält. Nur nicht wundern, dass jetzt mal eine Zeit lang kein American Truck Simulator kommt oder mal dies nicht kommt. Das sind so Spiele, auf die muss man eben einfach Lust haben. Und ich nehme ja auch immer noch, genug YouTuber, die das nicht mehr schaffen, weil sie dann auch wesentlich größer sind. Ich spiele auch immer noch mal gerne ohne Aufnahmen offen gestanden. Ich spiele am Wochenende gerne mal mit einem Kumpel oder mit mehreren Kumpels spiele Division. Ich spiele auch mal gerne noch mal Far Cry. Ich spiele auch gerne noch mal ältere Spiele oder einfach mal LS ohne das aufzunehmen oder mal dies. Also ich gibt ja Leute, die es wirklich so professionell betreiben, dass die gar nicht mehr ohne Aufnahme spielen. Also alles, was gespielt wird, muss aufgenommen werden. Aber das mache ich nicht. Ich mache das eben auch nicht hauptberuflich, sondern immer noch nebenbei. Auch wenn es als Nebengewerbe logisch angemeldet ist, muss es ja. Aber ich mache es immer noch nebenbei. Und da nehme ich mir dann auch gerne nochmal die Zeit. Oder hier, aktuell spielen wir sehr häufig zum Beispiel The Forest im Multiplayer. Da sind wir noch ein bisschen im Überlegen, ob wir da noch Videos von machen. Kann aber durchaus passieren. Ich spiele das sehr intensiv mit meinem Bruder aktuell im Multiplayer. Melden lernen. Was ihm auch ganz gut Spaß bringt. Also es werden weiterhin Videos kommen. Und wenn mal ein Tag kein Video kommt oder mal ein Tag dies und das nicht, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich höre nicht auf. Also keine Sorgen machen und der Rest braucht sich keine Hoffnung machen.
ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie damit aufhöre. Das geht schon noch weiter. So. Jetzt haben wir uns auch bald tot gequatscht. Nur bei der Weltfirma Stokes. Ich weiß, viele schreien wieder, ist ja völlig uncool, so einzuparken, aber so ist das bei mir halt. Ich sage ja immer so gerne, ich habe ja eine Drohne mit einer Kamera ausgestattet, die mache ich beim Einparken, schicke ich die immer raus. Stehen wir jetzt echt zu weit drüben, ne? Ich hab's noch gedacht. Aber war wieder zu faul zu korrigieren. Hab gehofft, dass das aus. Dass sich das ausgeht, aber war nichts. So. Ausgezeichnet. Da machen wir jetzt als erstes gleich unseren obligatorischen Screenshot. Nicht erschrecken. Immer schön lächeln. Einmal. Tschüss. So, dann gebe ich das direkt in meine App ein. So. Nachricht von Jan, von Mr. Bonecrusher gekriegt. Lese ich mir gleich durch. So, Tour abschließen. Screenshot ist angefertigt. Der Gesamtverdienst ist 42,572,572. Okay. Die Schadenssumme ist mal wieder 0. Okay. Jetzt brauchen wir nur unseren aktuellen Kilometerstand nach Tourende. Und der beträgt jetzt 1085. Okay. So. Damit ist die am Handy erledigt. Ich werde mich jetzt hier quasi vom Notebook in die Firmensoftware einbuchen gleich und werde dann da meinen Auftrag dann eingeben. Ne, dann liegt ja hier das Notebook am Beifahrersitz. Ihr seht das schon, das habe ich immer dabei. Da werde ich mich gleich einbuchen, werde den Auftrag dann abrechnen. Ich sage für heute schönen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, beim nächsten Mal, denke ich, sind wir mal wieder im Scania unterwegs. Ich hoffe, du bist dabei. Ich hoffe, euch allen hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal, euer Pavel bzw. Micha. Tschüss.